Kommt jemand dazu, so etwas zu behaupten, dass in der Klinik etwas gemauschelt wird? Das ist unglaublich. Die arme Frau befindet sich in einer absoluten Ausnahmesituation. Ihr Mann liegt im Koma und jetzt, jetzt weiß sie weder ein noch aus. Kein Grund, um sich zu schlagen. Jedenfalls reden die Leute jetzt schon über die Radiosendung. Verschwörungstheorien kommen ja immer sehr gut an. Habt ihr das gelesen? Vertuschungsskandal in der Sachsenklinik. Somit besteht der dringende Verdacht, dass Arbeitsschutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden. Ermittlungen dürften in Kürze aufgenommen werden.